meine Lieben, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Video von mir. Wir machen heute, also ja, nicht wundern, ist ja das gleiche Outfit wie im letzten Video, ne? Obwohl es mein Hausplüsch. Ja, das ist meine Jacke, die ich zu Hause so gerne anziehe. Wir drehen jetzt hier noch die Pinkbox. Das hatte ich ja im, was habe ich denn gedreht? Das Aufgebraucht-Video. Hatte ich euch das ja gesagt, dass ich jetzt gleich mehrere Videos im Anschluss drehe. Und jetzt gibt es erstmal Pinkbox und dann drehe ich euch noch einen DM-Haul ab, der auf vielfachen Wunsch gewünscht wurde. Ja, beginnen wir erstmal mit der Pinkbox. Mal sehen. Ihr wisst, ich gucke ja immer vorher nicht nach, was Schönes drin sein könnte. Ich will mich ja überraschen lassen. Und ich kann schon mal so viel sagen, die Pinkbox ist, wer hätte es gedacht, ne? Eine pinke Pinkbox, großartig. So, dann haben wir hier ein bisschen wieder was Separates. Was ist hier? Ein 60-Euro-Gutschein für HelloFresh. Allerdings ist das ja leider Gottes immer nur für Neukunden. Das sollten sie unbedingt wirklich mal ändern, dass das nur für Neukunden ist. Ansonsten, ja, habe ich euch ja schon mal ein Video zu abgedreht, HelloFresh. Mache ich ja seit einigen Monaten und ich finde es toll, ne? Wer genauere Angaben möchte, einfach nach dem Video suchen. Weil mit Verlinken dazu bin ich irgendwie zu blöd. Dann, was haben wir hier? 30 Euro sparen, Freddy's Flowers. Und ja, die Adventskalendersaison hat begonnen. Und deswegen gibt es wieder Rabatt auf Adventskalender. Jo. Gut. Okay, dann beginnen wir mal mit der Box der Boxen. We are opening. und hier haben wir diesmal wieder einen kleinen Herzchenaufkleber. Nackenack ist leider nicht mehr der schönste, aber dadurch, dass morgen ja eh mein 14-Stunden-Tag ist, wo ich nur Pakete hin und her schleppe, brauche ich den mir jetzt dadurch auch nicht mehr hübsch zu machen. Ist halt immer hauptsächlich, naja gut, links geht. Na, da ist eigentlich, habe ich bloß hier da die Macke drin, aber man sieht es echt, ich bin Rechtshänderin und man merkt, dass er auch wirklich langsam alt wird. Wo ich ihn aufgemacht habe, den Lack, da hat er noch wesentlich besser gehalten, aber ja, das ist nur so eine kleine Flasche. Man merkt, dass er jetzt länger offen steht. So, wir haben scheinbar das Motto, ja, Sweater Weather. Da bin ich ja mal gespannt, was das dann hier, wie sie das, dieses Motto umsetzen. Hier ist noch der Shopping Guide mit den Rabattcoupons immer drin. Dann haben wir eine Leseprobe drin, Vorableseprobe mit großem Gewinnspiel von Laura Jane Williams. Say yes, perfekter wird's nicht. Herrlich unperfekt ist manchmal genau richtig. Naja. Gut. Widmen wir uns mal dem Motto. Und zwar das Highlight der Box. Finde ich nicht. Doch, hier ist es. Das Highlight der Box ist für strahlende Haut. Und zwar von Skin Chemists. Ist das ein Toner? Advanced Collagen Facial Toner. Okay. Der Toner schenkt dir eine glattere, strahlendere und ebenmäßigere Haut, spendet Feuchtigkeit und hinterlässt ein gepflegtes sowie porenverfeinerndes Hautgefühl. Leute, diese 60 Milliliter kosten 19,90 Euro.
Weiß nicht, ob die Flasche jetzt aus purem Gold ist. Komm mal her. Ah, ist sogar ein Hygienesiegel dran. Das hatte ich jetzt gar nicht gesehen. Also die Flasche ist nicht aus Gold. Nur eine plumpe Plastikflasche, aber bis oben hin gefüllt. Ich sehe es, wie es sich hier bewegt. Also es ist wirklich wenigstens bis oben hin voll. Es riecht aber irgendwie nach. Also mir ist der Geruch komisch. Ich kann es nicht beschreiben, aber irgendwie kommt mir der Geruch aus dem Baumarkt irgendwie bekannt vor. Ich kann es nicht beschreiben. Ich weiß auch nicht, in was für eine Ecke. Irgendwie Farben und Lacke? Tapetenleim? Also irgendwie so... Irgendwie so... Also irgendwie finde ich, es riecht unangenehm. Naja... 20 Euro für 60 Milliliter und es stinkt. Ja. Naja, okay. Gucken wir mal das nächste von Elikia Beauty. Oh, hier ist so eine Illuminator Natural Vegan Eco-Friendly. Mhm. Highlighter White Glowy. Lässt die Haut strahlen. Der 100% natürliche Highlighter von Elikia Beauty wird mit ätherischem Hibiskusöl hergestellt. Seine Textur ist weich und seidig und lässt sich ganz einfach auftragen. Der Highlighter lässt den Tag sofort strahlen und verleiht ihm ein gesundes Strahlen. Klingt ein bisschen doppelt gemoppelt, ne? Der Highlighter lässt deinen Tag sofort strahlen und verleiht ihm ein gesundes Strahlen. Vielleicht lieber leuchten schreiben sollen, oder? Schlechtes Deutsch. Die leichte Textur kann allein aufgetragen oder mit Foundation gemischt werden. Okay. Die Flasche ist mit Pipette. Ist nicht voll. Und kostet 14,95 Euro. Also wenn man so will, die Flasche kostet schon das, was eigentlich die Box kostet. Ja. Wie gesagt, sie ist nicht voll. Der Inhalt geht bis hier. Also wie man sieht, da ist noch massig Luft nach oben. Ganz toll. Also 15 Euro die Flasche und sie ist noch nicht mal voll. Scheiße. Das ist auch wieder nicht besonders schön. Wir machen mal auf und gucken mal, ne? Ja, also silbrig. Mhm. Oh. Oh. Also, es riecht leicht blumig, ja. Ob ich das jetzt als Hibiskus zuordnen würde, weiß ich jetzt nicht. Also, da haben wir ihn. Und jo, ne, alter Schwede. Also, mhm. Sehr cremig, flüssig. Also es riecht auf jeden Fall blumig. Ja, also wenn man ihn dann verteilt hat, ich habe ja nicht viel genommen. Geht, oder? Also kein Wunder, dass man ihn mit Foundation mischen kann. Das setzt sich nur dummerweise. Das sind so kleine Silberpartikel, Glitzerpartikel drin. Und ihr seht das jetzt nicht so, doch hier oben ein bisschen, aber ich habe so kleine Kratzverletzungen an der Hand vom Spielen mit hauptsächlich Wotan. Wotan ist ein bisschen krallenfixiert und da hat sich das jetzt hier so reingesetzt. Das sieht total ulkig aus. Ja, toll. Also, der Effekt ist schon nicht schlecht, aber es ist, ja, am Finger habe ich es jetzt ziemlich. Aber ja, für Leute, die es komplett glowy mögen,
Man kann das wirklich, man kann das bestimmt sehr gut zusetzen zu einer Foundation. Auf jeden Fall. Also, das ist nicht so extrem bäm und speckig, ja, wie man jetzt hier sieht. Deswegen, das könnte ich mir gut vorstellen, ja. So, dann haben wir von Naturebox mit kaltgepresstem Kokosnussöl Feuchtigkeitsshampoo für intensive Frische mit 98% natürlichen Ursprung im Gesamtprodukt. Was haben wir hier stehen? Feuchtigkeit und Frische. Dein Haar wünscht sich Feuchtigkeit und intensive Frische. Das und vieles mehr bekommst du mit dem Kokosnuss-Shampoo. Die vegane Formel mit kaltgepresstem Kokosnussöl belebt dein Haar und verleiht bezaubernde Geschmeidigkeit. Wusstest du schon, dass alle Naturebox-Produkte naturkosmetisch zertifiziert nach dem Cosmos Natural Standard sind? Die Flaschenkörper bestehen zu 100% aus Social Plastic, das an Land und Strand gesammelt wird. Gut für dich und unseren Planeten. Aha. Ja, das ist natürlich nicht schlecht, ne? Dass es die Restplaste ist, was schwachsinnige Menschen ins Meer geschmissen haben. Oder wo es ja leider gerne hingespült wird durch Kanalisationen und sowas. Das ist natürlich schon mal nicht schlecht. Ich hatte persönlich so noch nichts von denen gehört. Habe ich von denen schon? Und wir schnuffeln mal dran. Die Flasche kostet übrigens für die 385 Milliliter 5 Euro. Oh. Oh, das riecht toll. Oh, das riecht sehr gut. Das riecht ganz toll. Das riecht richtig, richtig toll. Oh ja. Dann haben wir was aus Korea. Ach da. Ganz letzte so unten drunter. Takabas Bubble Body Wash Bad. Mit fermentierten Otaka-Enzymen aus natürlichen Pflanzenextrakten. Porentiefe Reinigung samt weiches Hautgefühl, intensive Feuchtigkeitspflege. Also das ist ein Bubble Body Wash Pad, also ein Badepad zum Abschrubbeln, ein Handtuch oder was? Die Neuheit aus Korea. Von Takabas Bubble Body Wash Pad. Discover a new Enzyme Bath Experience. Ein zweiseitiger Multi-Action Bubble Wash Pad für ein erfrischendes und revitalisierendes Reinigungs- und Pflegeerlebnis. Tiefenreinigung, das Entfernen abgestorbener Hautzellen, Spenden von Feuchtigkeit sowie die Verfeinerung der Hautstruktur sind nur ein Teil der Soforteffekte. Das kostet 3,20 Euro. Und ja, interessant, ne? So, das ist eine Neuhaut. Neuheit. Es ist ausreichend für eine Anwendung. Also wenn man das dann nachher benutzt hat, dieses Waschbett, da kannst du dann nachher wegschmeißen. Bin ich ja mal gespannt. Ach, Entschuldigung. Dann, die kenne ich allerdings schon. Die habe ich schon benutzt. Und zwar von Birutin mit Glitzerpartikeln, Glitzer-Peel-Off-Maske, tiefenreinigend, reinigt Poren tief und fördert ein verfeinertes Hautbild mit Provitamin B5. Ja, die war sehr glitzerig, das ist richtig, und pinkig glitzerig. Aber ich dächte, ich glaube, ich war mit der nicht sonderlich zufrieden. Also ich glaube, sie hatte übelst wehgetan beim Abziehen. Aber da bin ich ja sowieso so mimimi. Aber ich glaube, die hatte mir nicht gefallen. Was einen Effekt betrifft, ja. Ich glaube, die hatte mir nicht gefallen.
Mist, ich weiß es jetzt nicht mehr. Aber da müsst ihr selber noch mal gucken oder ihr könnt gerne gucken, wenn euch das das interessiert. Ich glaube, ich habe ja jetzt nun das August-Video. Ich glaube, im September-Video. Im September-Aufgebraucht-Video hatte ich diese Maske benutzt, weil ich die von Carina bekommen hatte. Und ich dächte, ich war mit ihr nicht zufrieden. Aber ich will jetzt eben auch nicht schwindeln. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Deswegen, wie gesagt, guckt mal ins September-Aufgebraucht-Video. Da werden wir es ja sehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die Maske kostet übrigens 1,25 €. Aha, so, das sind diese netten Gesellen hier. Und zwar ist das mein Goodie. Mir wäre es eingepackt in der Verpackung, was die hier zeigen, eigentlich auch lieber. Und zwar für gemütliche Stunden, das ist Tee, Turmeric Ginger. Oh, Ingwer-Tee. Also mit Ingwer, ich bin leider, leider keine so große Freundin von Ingwer. Ich vermeide ihn auch gerne manchmal im Essen, obwohl ich gerne asiatisch und so esse. Oder es gibt doch auch gerne zu Sushi und so. Gibt es auch immer gerne diesen Ingwer dazu. Diesen Ingwer esse ich immer gar nicht. Ich mag den so eigentlich nicht besonders gerne, obwohl ich komischerweise Ginger Ale gerne trinke. Bin ich normal. Naja, von Vadam India, ne? Entdecke eine unglaublich leichte, erfrischende und energetisierte Kräutertee-Mischung. Der Kurkuma-Ingwer-Kräutertee ist ein aromatischer, erdiger Kräutertee, der Ihnen das Beste bietet, was die Natur zu bieten hat. Kurkuma hat starke antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften. Ingwer hat große Vorteile bei der Linderung von Verdauungsbeschwerden, der Verringerung von Blähungen und der wirksamen Linderung von Erkältungs- und Grippesymptomen. Aber am besten die Komposition aus beiden schmeckt einfach unfassbar lecker. Also diese Probierpäckchen hier, da kostet 1,84 Cent, aber der Originalpreis von der kompletten Packung, wo 100 Teebeutel allerdings drin sind, ja, also 100 ist schon eine Hausnummer, kostet 30 € oder beziehungsweise 29,99 €. Also das werde ich dann jetzt auch gleich machen, weil heute ist es widerlich und ungemütlich und ich bin auch schon wieder zweimal nass geworden und netterweise immer, wenn ich mit meinem Hund draußen war. Ich glaube, jetzt regnet es auch gerade wieder. Ach, Babywurf. Ne, im Moment ist nämlich nur Loki da. Peachy kommt erst am Samstag wieder. Die hat noch Läufigkeitsurlaub. Und ja, also einen werde ich mir dann jetzt mal machen. Und sollte es nichts für mich sein, naja, da kriegt es halt mein Füchslein auch mal zum Probieren, weil die ist ja eh Teetrinkerin und ja. Aber einen werde ich probieren. Den tue ich jetzt gar nicht mehr so weit weg. Eins werde ich probieren. Und dann gibt es noch, was ich vorhin weggetan habe, was außerhalb vom Dings gewesen ist. Dieses Getränk dazu, während der Tee das Goodie war, ist das hier dann das Bonbon, steht hier. 100% Bio, Birkensaft, Natur oder Bio, Birkensaft, Sanddorn. Schade, da wäre mir der Sanddorn lieber gewesen, weil Sanddorn-Bonbons liebe ich abgöttisch. Aber das ist leider nur der 100% Birkensaft. Birkenwasser ist ein traditionelles Getränk aus dem Baltikum, Nordeuropa, wo es als natürliche Entgiftungsquelle verwendet wird. Es wird einmal im Jahr sorgfältig aus biozertifizierten Wäldern gesammelt und ist mit seiner einzigartigen Kombination aus Mineralien und Vitaminen eine nordische Antwort auf Kokoswasser. Gut, also dieses 0,33 Liter Päckchen, was übrigens auch Tetrapack, ja, ist ein Tetrapäckchen hier. 2,29 €. Na dann, probieren wir das gute Zeug mal. Wie gesagt, schade, sonst wäre mir lieber gewesen. Das riecht schon mal interessant.
gesagt, schmeckt wie dreckiges Wasser. Vivi, was sagst du dazu? Die guckt mich gerade ganz entsetzt an. Zuckerarm, ja, merkt man. Ich sag mal so, ich müsste es jetzt nicht wieder haben. Es ist nicht direkt eklig. Irgendwie, mir fehlen gerade die richtigen Beschreibungsworte. Es schmeckt halt komisch, aber mir persönlich nicht unbedingt gut komisch. Merkwürdig komisch. Also beim ersten Schluck merkst du gar nichts. Du denkst wirklich nur, du hast Leitungswasser. Oder ganz normales, ne? Also Wasser aus der Leitung. Kohlensäure ist auch nicht drin. Du merkst danach erst, wenn du abschluckst, also es reagiert auf die hinteren Geschmacksnerven der Zunge dann, ja? Und während du das abschluckst und beim Ausatmen dann wieder, hast du diesen eigenartigen Geschmack auf der Zunge. Hat irgendwie was von Sirup, aber eben nicht süß. Irgendwie. Es erinnert mich an den Geschmack, an den Endgeschmack im Mund von Sirup. Wenn man den Zuckerrübensirup oder den Ahorn, ja, Ahorn ist ja auch aus Baum, ja. Das ist ungefähr genau der gleiche Nachgeschmack. Nur, dass der Ahornsirup eben süß ist, ist ja logisch. Und das hier ist ja halt nur das Wasser oder Wasser davon, vom Baum, von der Birke. Vivi, denk dran, hier steht der Kaktus. Und das Insekt ist draußen. Naja, gut. Also, wie gesagt, mein Fall ist es nicht. Es ist jetzt nichts, was ich mir jetzt unbedingt nachkaufen müsste. Nein, also die Begeisterung hält sich da, weiß Gott, in Grenzen. Ja, so, naja, da rechnen wir den Spaß mal zusammen. Sind ja natürlich wieder mal. Ich habe eigentlich unterm Tisch erst aufgeräumt. Und ich weiß, ich hatte ihn in der Hand. Die Frage ist, wo habe ich ihn hingeräumt? Egal. Überschlagen wir den Spaß halt. Also, Toner, ne? 20 Euro. Der leider überhaupt nicht gut riecht. Da bin ich ja mal gespannt. Die Highlighter White Glowy hier, wo die Flasche, wie gesagt, nur bis hierhin gefüllt ist, finde ich auch nicht besonders gut. Muss ich ehrlich sagen, kostet 15 Euro. Da sind wir schon bei 35. Also für mich das Beste aus der Box, muss ich jetzt wirklich sagen, das Shampoo von Naturebox kostet 5 Euro, riecht sehr, sehr gut. Da sind wir dann schon bei 40. Dann dieses Bubble Body Wash Pad kostet 3,20 Euro, also 43,20 €. Dann die Maske hier. Wie gesagt, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich einfach nicht mehr drin erinnern. Kostet 1,25 €, wo wir dann bei 44,45 € wären. Naja, hier die vier Teepäckchen. Das habe ich ja nur drei liegen, weil das vier habe ich mir schon weggenommen. Kosten 84 Cent. Ja, das ist. Und das überhaupt nicht mein Fall Birkenwasser hier oder Birkensaft. Es schmeckt halt wie Wasser. Saft ist für mich irgendwie was anderes.
Kostet eben 2,25 Euro, nee, 2,29 Euro. Da sind wir bei 44. Da. 44, 46, 46, 47, na, bei 48,50 so in der Trier. Ne? Wenn man hier jeden Teebeutel einzeln rechnet, noch mit 84 Cent. Ja. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt das Thema trifft. Der Tee? Ja. Die Jahreszeiten werden kälter. Ja, da braucht das Haar Feuchtigkeitsshampoo. Ich weiß nicht, der Birkensaft. Naja, es soll halt ein Goodie sein zum Kennenlernen. Ja, also die Hauptprodukte sind der Toner, das Shampoo, der Snowy Glowy Highlighter und die Maske. Naja, man könnte okay geben. Ich weiß jetzt nicht, was ich vielleicht noch erwartet hätte. Vielleicht ein Handtaschenwärmer oder ein Handwärmerchen, irgendwie, ich weiß nicht, irgendwas, was als Goodie, vielleicht gerade jetzt eine schöne Duftkerze oder so, anstatt hier dieses Birkenwasser. Ich weiß nicht, also irgendwie, irgendwas, mich haut es jetzt nicht so ganz vom Hocker. Was meint ihr? Mir fehlt irgendwas. Mir fehlt vielleicht auch eine, jetzt wo es kälter wird, braucht man auch ein bisschen eine andere Gesichtspflege. In der Hinsicht fehlt mir jetzt schon wieder. Ja, ich meine, klar, sonst schmeißen sie immer haufenweise Cremes rein und wenn man sie dann wirklich gebrauchen könnte irgendwie, dann ist keine Creme drin. Also es ist schon länger her, dass eine Creme drin war. Wie gesagt, so richtig dolle haut es mich nicht vom Hocker. Was meint ihr? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich bin leicht enttäuscht. Ich kann nicht wirklich sagen, woran. Wie gesagt, mir fehlt irgendwas dran. Ja, mir fehlt irgendwas dran. Ich kann es nicht genau sagen. Mir fehlt was. Aber wie gesagt, irgendwie eine Creme. Also ich hätte schon irgendwie gerne noch eine Creme dabei gehabt. Oder auch vielleicht wirklich ein bisschen mehr, ja, wirklich Sachen mit Sanddorn, mit Hagebutte, Früchte, die jetzt eben gerade so der Saison entsprechend sind, Produkte daraus halt. Ja, irgendwie, keine Ahnung. Mich haut es jetzt nicht unbedingt vom Hocker. So, meine Lieben, lange Rede, kurzer Unsinn. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von der Box haltet. Also ich bin diesmal nicht so ganz begeistert und ich werde mich jetzt an den DM-Hall schmeißen, der hier neben mir steht. Bis dahin, ich danke euch recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi.